Du wirst nichts besitzen und dann gebe ich trotzdem glücklich sein. Diese berüchtigte Vorhersage des Weltwirtschaftsforums ist so ziemlich jedem bekannt, aber kaum jemand glaubt an ihre Verwirklichung. Doch was ist, wenn ich dir sage, dass unser Eigentum bereits rapide verschwindet und die meisten es unwissentlich sogar akzeptieren? Ich werde dir heute einen beunruhigenden Trend zeigen, der sich leider in alle Bereiche der Wirtschaft einschleicht, seine Ursprünge und warum Kryptowährungen vielleicht die einzige Verteidigung dagegen sind. Also, lass uns herausfinden, warum du bald nichts mehr besitzen wirst und warum das vielleicht doch kein Grund zur Freude ist. Was ein Wunder. Fangen wir dafür vielleicht einfach mal mit der Frage an, wie oft wechselst du dein Handy? Statistisch gesehen wahrscheinlich alle 2 bis 3 Jahre. Das entspricht zufälligerweise auch der Lebensdauer des Akkus, der aber natürlich auch bei guter Pflege nach ein paar Jahren zu schwächeln beginnt. Theoretisch wäre es einfach. Man tauscht den Akku aus, wenn er den Geist ausgibt und nutzt das Handy einige Jahre weiter. In der Praxis ist es allerdings etwas schwieriger, da bereits das Öffnen des Handys es beschädigen kann. Außerdem sind Ersatzakkus nicht immer verfügbar. Neuere iPhones erkennen zudem sogar einen Austausch eines Akkus und sie zeigen Warnungen an, die teure Reparaturen im Apple Store empfehlen. Kritiker sagen dazu, und meiner Meinung nach zu Recht, dass man ein Gerät nicht wirklich besitzt, wenn man es nicht selber öffnen, modifizieren oder reparieren kann. Das hat zur Right-to-Repair-Bewegung geführt, die Apple und andere Technologieriesen unter Druck setzt. Doch Louis Rossman, ein bekannter YouTuber, betont, dass das Recht auf Reparatur das Eigentumsproblem nicht immer löst. Denn Hersteller verlangsamen absichtlich ältere Geräte, um neue Käufe zu erzwingen. Hersteller verlangsamen absichtlich Geräte, um neue Käufe zu erzwingen. So wie Samsung beispielsweise. Das Unternehmen wurde nämlich genau dafür erst 2018 mit einer Spottstrafe bestraft. Doch heutzutage verlangsamen sie vermutlich immer noch ihre Geräte. Diese Kontrolle negiert das echte Eigentum nämlich zur Gänze. Denn sie betrifft nicht nur Handys, sondern auch andere Haushaltsgeräte und medizinische Ausrüstung. Und genau diese Praxis nennt sich geplante Obsolenz. Und sie existiert seit fast 100 Jahren. Obwohl die geplante Obsolenz in der frühen Automobil- und Fahrradindustrie der USA begann, prägte Bernard London diesen Begriff 1932 nochmal in seinem Papier Ending the Depression Through Planned Obsolescence. Er schlug vor, dass die Regierung allen Produkten eine feste Lebensdauer zuwies, nach deren Ablauf sie als rechtlich tot gelten und zerstört werden sollten, um den Konsum anzukurbeln und so mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Obwohl der Zweite Weltkrieg die große Depression beendete und Bernards Idee so direkt nie umgesetzt werden musste, blieb der Begriff trotzdem bestehen. Nach dem Krieg erlebten die USA unglaublichen Wohlstand. Der US-Dollar wurde zu World Reserve, also Weltreservewährung. Die Bevölkerung in Ländern wie den USA und Kanada wuchs explosionsartig, wodurch die Boomer-Generation entstand. Der rapide Bevölkerungsanstieg der Babyboomer führte zu einem starken Konsumanstieg, wodurch es für Unternehmen unnötig war, auf geplante Obsolenz zurückzugreifen. Es wurden hochwertige Produkte verkauft, weil jedes Jahr sowieso neue Käufer hinzukamen. In den 1970er Jahren änderte sich das jedoch, als klar wurde, dass die Babyboomer weniger Kinder bekommen würden als ihre Vorfahren. Trotz steigender Einwanderung zeigte sich bis zum Jahr 2000, dass es nicht ausreichte, um die demografische Lücke zu füllen. Unternehmen begannen also, minderwertige Produkte zu verkaufen, die schnell ersetzt werden mussten, um den Konsum trotz stagnierender Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Natürlich auf Kosten der Umwelt. Ich weiß also schon, was du denkst. Philipp, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das damit zu tun, dass ich irgendwann nichts besitzen werde und trotzdem glücklich sein werde oder eben nicht glücklich? Apple plant einen Subscription-Dienst für ihre Handys anzubieten. Und ja, der soll sich auf die Hardware selbst beziehen, nicht auf die Software. Louis Rossman hat in seiner Reaktion darauf betont, dass ein Telefon ein Produkt ist und kein Dienst. Es sollte also dir gehören, wenn du es kaufst. Doch Investoren drängen Unternehmer zu Hardware-as-a-Service-Modellen, weil diese an den Börsen höher bewertet werden, unabhängig von ihren tatsächlichen Einnahmen. Dieses Modell erinnert an den ESG-Investitionstrend, bei dem Unternehmen anhand von Umwelt- und Sozialkriterien bewertet werden, nicht nach tatsächlichen Gewinnen. Und Hardware-as-a-Service-Modelle passen übrigens perfekt zu dieser ESG-Bewegung. Weniger Geräte im Umlauf, einfache Wiederverwendung und Recycling und alle nutzen dieselben Abos, was wiederum für soziale Gleichheit sorgen soll. Ob das die Leute glücklich macht? Hinzu kommt, dass die Kontrolle über das Gerät zu 100% beim Hersteller bleibt. Danke, nein danke. Doch im Gegensatz zu vielen ESG-bezogenen Richtlinien könnte Hardware-as-a-Service tatsächlich Gewinne bringen, da die Menschen bereits eh für fast alles, was sie besitzen, Abos bis zum Lebensende zahlen. Das beste Beispiel dafür ist deine Miete. Bemerkenswert ist jedoch, dass diese Abos so günstig sein könnten, dass im Endeffekt mehr Menschen Zugang zu diesen Produkten haben. Nicht nur die privilegierten wenigen in Entwicklungsländern. Während die geplante Obsolenz ursprünglich zur Lösung
Lösung der großen Depression gedacht war, scheint Hardware as a Service nun eingeführt zu werden, um eine weitere Rezession oder depressionsartige Wirtschaftsentwicklung zu vermeiden, indem der Konsum auch bei sinkender Bevölkerungsanzahl gesichert werden kann. Dieses Hardware as a Service Modell wird uns vermutlich nicht aufgezwungen werden, aber da es immer schwieriger wird, etwas zu besitzen, besonders bei teuren Anschaffungen wie Wohnungen, wird es uns doch irgendwie aufgezwungen. So können zum Beispiel weitere steigende Wohnkosten dazu führen, dass Regierungen weiter Immobilien verstaatlichen, wie es in Deutschland eigentlich eh bereits zu sehen ist. Alternativ können Vermögensverwalter wie Blackstone oder BlackRock einspringen und massenhaft Immobilien aufkaufen, finanziert durch frisch gedrucktes Geld von der Zentralbank. Am Ende würde man also entweder von der Regierung oder der Wall Street mieten. Und das nächste Ziel auf der Liste sind Autos. Carsharing-Unternehmen wie ShareNow oder Car2Go, E-Scooter-Anbieter wie Lime, Fahrradverleihdienste wie Mobike sammeln bereits fleißig Daten, um sich endgültig auf Hardware-as-a-Service-Modelle vorzubereiten. Denn trotz geringer Rentabilität erhalten diese Unternehmen weiter riesige Investitionen, was auf das große Potenzial dieses Modells hinweist. Im Automobilsektor könnte Hardware-as-a-Service ein Grund für den großen Vorstoß zu Elektrofahrzeugen sein. In einer Sharing-Economy ist es leichter, Regeln zu kontrollieren, wenn das Fahrzeug elektrisch betrieben wird, da Software die Nutzung steuern kann. Zudem gibt es laut Weltwirtschaftsforum nicht genug Lithium auf der Welt, um alle Autos durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, was das Teilen von E-Autos eigentlich unvermeidlich macht. Telefone und Computer könnten also die nächste Kategorie, die in Hardware-as-a-Service-Modelle übergeht sein, obwohl es vermutlich noch dauern wird, dass Menschen bereit sind, ihre Eigentümer zu teilen. Besonders ihre wertvollsten Besitztümer. Diese Geräte enthalten nämlich sensible Daten und sind stark personalisiert, was sie weniger geeignet für ein Abonnementmodell macht. Ohne digitale IDs, die eine Voraussetzung für digitale Zentralbankenwährungen und Internetzensur sind, wird die Überwachung solcher Geräte schwierig werden. Deswegen Spoiler-Alarm, digitale IDs werden kommen. Mehr dazu in der Beschreibung. Und das Schlimme an Hardware-as-a-Service-Modellen ist, dass immer mehr Menschen dieses Modell unterstützen. Warum? Weil sie sich kein Zuhause, kein Auto oder ähnliches leisten können. Ich werde nie die Reaktion von meinen Freunden vergessen, als sie das erste Mal von mir erfahren haben, dass das WEF sagt, dass sie irgendwann nichts besitzen werden, aber trotzdem irgendwie glücklich sein werden. Daraufhin seufzten sie nur, oder ich kann kein verficktes Deutsch mehr, sie seufzten daraufhin nur und sagten, ich besitze sowieso nichts, ich werde wenigstens glücklich sein. Fuck, nehmen wir dann einfach. Falls du dich wirklich mal so fühlen solltest, erinnere dich daran, dass du etwas super Wertvolles besitzt. Und zwar dich selbst. Viele deiner Besitztümer sind eigentlich nur eine Erweiterung deiner selbst. Sie ermöglichen es dir, du selbst zu sein. Es ist wichtig, ein Zuhause, ein Weg zur Fortbewegung, ein Mittel zur Kommunikation zu besitzen. Nur weil du heute nichts hast, heißt es nichts, dass du morgen nichts haben könntest. Und solange der Weg zu Eigentum existiert, kannst du ihn theoretisch finden. Selbst wenn das System gegen dich arbeitet. Und eine der Lösungen sind tatsächlich Kryptowährungen. Sie wurden geschaffen, um das kaputte Finanzsystem zu ersetzen. Und sie bieten dir echte Eigentumsgarantie. Besonders natürlich der King aller Kryptowährungen, Bitcoin. Anders als bei traditionellen Vermögenswerten kann Bitcoin nämlich nicht beschlagnahmt werden. Warum? Weil es nicht von Dritten besessen wird. Zumindest, wenn du deine Bitcoins nicht auf der Börse hältst. Es ist meiner Meinung nach also die beste Absicherung gegen eine Welt, in der du nichts besitzen sollst. Stelle aber sicher, dass du deine Satoshis, deine Bitcoins in deiner eigenen Wallet hältst. Sonst ist alles, was ich gerade gesagt habe, irrelevant. Weitere Informationen zu den besten und 6 Arten von Crypto-Wallets findest du übrigens in der Beschreibung. Und denk dran, deine Seed-Phrase auswendig zu lernen. Es könnte dir eines Tages dein Leben retten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Satoshi sei mit dir und mit deinem Geister. Nehm einfach, fuck it.